Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein. Die Partei wächst sowohl bei den Mitgliedern, den Finanzen, aber auch bei der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Nur 22% der gesamten Einnahmen unserer Partei gingen 2019 an den Bundesverband. Die Einnahmen setzten sich aus Mitgliedsbeiträgen, Mandatsträgerinnenbeiträgen, Spenden, Sponsoring und der staatlichen Teilfinanzierung zusammen. Mandatsträgerinnenbeiträge machen einen wichtigen Anteil unserer Einnahmen aus. Unser Dank gilt daher allen Mandatsträgerinnen, die ihre Beiträge pünktlich und vollumfänglich zahlen. Wir haben fast 500.000 Euro an Spenden eingenommen. Beim Sponsoring haben wir mit über 230.000 Euro ein Rekordergebnis erzielt. Für uns ist die wichtigste Einnahmequelle die staatliche Teilfinanzierung. Sie macht über 50% der Einnahmen des Bundesverbandes aus. Sie wird anhand von Wahlergebnissen und den Einnahmen der Parteien berechnet. Bei uns Grünen gehen nur 30% dieser Einnahmen an den Bundesverband und 70% an die Landesverbände. Hinter diesen Fenstern arbeiten unsere hochmotivierten Mitarbeiterinnen. Personalkosten machen ein Drittel des Budgets des Bundesverbandes aus. Der Geschäftsbetrieb ist neben dem Personal der größte Kostenpunkt. Kopierkosten, Strom, Wasser, Gas und vieles mehr, um die Bundesgeschäftsstelle am Laufen zu halten. Bei den Gremiumkosten macht die BDK den Löwenanteil aus. 2019 konnten wir erstmals unter dem Plan bleiben. Aus meiner Sicht können wir jede BDK in Bielefeld machen. Für den Bundestagswahlkampf haben wir 2019 mehr als 4 Millionen Euro angespart. Das entspricht mehr als der Hälfte des gesamten Wahletats vom letzten Bundestagswahlkampf. Insgesamt haben wir einen außerplanmäßigen Überschuss von über 500.000 Euro erzielt. Damit konnten wir das Defizit aus dem Europawahlkampf ausgleichen und zusätzlich noch 400.000 Euro für den Bundestagswahlkampf zurücklegen. Macht sich von allein. Der Europawahlkampf-Etat 2019 war mit etwa 2 Millionen Euro nicht sehr groß. Was an Geld gefehlt hat, habt ihr mit eurem Engagement ausgeglichen. Die Begeisterung haben wir besonders bei der Buchung der Großflächen gesehen. Insgesamt wurden 4.678 Großflächen gebucht. Und damit mehr als bei der Bundestagswahl 2017. Die vielen Großflächen wurden mit einem großzügigen Subventionsmodell bezuschusst. Das hat ein 500.000 Euro großes Loch in unseren Etat gerissen. Das Defizit konnte durch die hohen Spendeneinnahmen größtenteils ausgeglichen werden. Außerdem wurden Ausgaben an anderer Stelle etwas zurückgefahren. Am Ende ist ein kleines Defizit von unter 200.000 Euro übrig geblieben.